So, ihr wisst, wie es ist kostenlos, also einfach richtig schön einmal rein abonnieren hier in den Kanal, würde mich tierisch freuen und dann verpasst auch keine Videos, wie geil ist das denn? Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Reaction, heute gucken wir uns tatsächlich mal ein Video von Alice Thorhall in Los Angeles an. Alice Thorhall ist ein schwedischer Freerunner, ich glaube es ist 18 oder 19 und ist mit Abstand der Beste, den es in der Szene aktuell gibt, also wirklich mit riesigem Abstand der Beste, den es in der Freerunning-Szene gibt, kann gefühlt jeden Trick und noch mehr. Gewinnt jede Competition im Parcours, ist, ich glaube, fünffacher Weltmeister, also ist wirklich, Alice ist wirklich Next Level, und da gucken wir uns jetzt mal einen Vlog von an und da bin ich wirklich gespannt. Ich habe ein paar Clips, glaube ich, aus dem Vlog schon auf Instagram gesehen, weil der einfach krank ist, aber ich bin sehr gespannt, wie auch sein Vlog-Style ist. We're out in LA. It's the fucking sweetest shit I've ever tasted. It's crazy. It was supposed to be a refreshener. I get more thirsty. It's so, so sweet, it's insane. But we do. Ja, das ist auch die Athletenernährung, ne? Die klassische Parcours-Athletenernährung. Richtig schön ungesund vom Training, alles nochmal reinzwirbeln, ne? Der Ernährungsplan und sowas ist Quatsch. Boy. Steh selber nicht. Ja, geil. Yeah. Das ist Alice. Ja. So, Alice zeigt mittlerweile auch, dass er geisteskrank gut im Parcours ist. Also er kann auch kranke Kong-Priest, kranke Running-Priest und nicht nur Flipmart. Wir werden alles sehen hier. Flip Like Z auch dabei. Aus USA, aus LA. Wie heißt er nochmal? Ist aus Holland. Yes. Ist auch krass. Live-Kong, ey, alter Lachs. Geil. Er trainiert halt auch jeden Tag immer. Alice macht halt wahrscheinlich einen Vlog nur aus Trainingsclips, weil er so viel trainiert, dass er gar nicht vloggt oder moderiert, sondern einfach jetzt ganze ein Tag 12 Minuten nur Trainingsclips reinjagt. Das kann ich mir vorstellen. The fucking best breakfast. This is the best. Alter, ich hatte noch kein Frühstück, fällt mir gerade auf. Ich habe so Hunger. Alter Bärlachs. Blueberry bacon. Remember it? Of course it's fake. Oh, da hätte ich so Bock gerade drauf. What did you think? Ja, der Spot, da geht's jetzt ab. Wow! Boah, Junge, ohne Anmoderation und so halt leider. Let's get it. Ja, und dann direkt wahrscheinlich in den Scoot full in. Oh, sorry. Und dann direkt rein. Krank. Ja, Alice macht halt keine Moderation, kein Vlog, weil er ist halt wirklich wahrer Athlet. Trainiert jeden Tag, den ganzen Tag. Der hat eine eigene Halle bei sich in Schweden, in Jönköping wohnt er, glaube ich, in der Nähe. Und trainiert halt einfach. Der macht sein Geld durch ja, die Contests, die er immer gewinnt. Ich weiß gar nicht, ob er einen Sponsor oder so hat, aber der macht, ja, ist halt einfach wirklich einer von den ganz, ganz wenigen, so von einer Handvoll Leuten, die wirklich von dem reinen Sport leben können. Also weder von Sponsoren oder sonst was, sondern rein vom Sport Wettkämpfe gewinnen. Da gibt es wirklich nicht mal eine Handvoll Leute wahrscheinlich. Krank. Junge, Junge, Junge. Nice. Kranker Move. Sind halt alles Tricks, die ich nur auf Insta nicht gesehen habe, aber die sind nicht gut genug für ihn. Das sind reine Trainingsclips. Das ist so ein kranker Move. Ich muss das jetzt einfach für ihn hier, glaube ich, so ein bisschen moderieren, damit der Vlog auch so ein bisschen Vlog ist und nicht einfach nur Trainingclip an Trainingclip. Also ein kranker Move, den er gerade gemacht hat. Gainer, Hand drauf, Schraube rein.
Das ist Miranda, auch aus Schweden. Miranda Tibbling, einer der besten so Wettkampf-Parcours-Athletinnen. Gewinnt die meisten Speed-Contests und so ist hat unfassbar fette Beine. Also damit meine ich so muskulös, es ist krank. Ja, also die Schweden, die haben schon faustdick hinter den Beinen. Hi Leute, ich bin Alice Thorhall. Neben mir sitzt Stanislav Lassan an der Stange. Unten, hinten haben wir auch Rolo Flow und Flip Like Sie dabei. Und wir sind hier am Santa Monica Beach in L.A. Ikonischer Parcours-Spot. Und hier will ich heute einfach mal kurz der ganzen Parcours-Welt zeigen, wie krank ich alles auseinandernehme. Aber nur so auf locker, ne? Weil es ist ein ganz normaler Trainingstag in L.A. Wir gehen mal rein ins Training, gucken mal, was hier so geht. Jetzt habe ich hier gerade einen Trick gemacht, den sieht man kaum, den kann eigentlich auch fast keiner, aber den, ja, auch den noch kurz hinterher, also den, aber der ist sehr einfach, klar. Ja, jetzt habe ich mich fast aufs Maul gelegt hier, bei einem Swing Gainer Pre aus Rail, gleiche Höhe, ist auch absoluter Standard, das ist wirklich, das kann man mal eben so machen, ohne Moderation, ohne Anhype, das ist einfach normales Training. Alter, der Typ geht mir schon fast auf den Sack, so gut wie der ist, ey. Da wenigstens Mucke rein. Das ist doch geisteskrank, Mann. Alter, ich habe noch nie einen Swing Gainer Full, also diesen Trick hier, warte, den jetzt, noch nie einen Single Swing Gainer Full von dem gesehen. Weil immer nur Full In, also den und danach noch ein Backflip ohne Schraube. Weil, also, der Typ ist wie, ist einfach krank. Let's go. Easy. Ja, den, ja, noch voll in voll, also, oder so, ja, auf locker. Ja, ich lächle das mal kurz ein bisschen weg, weil ich habe jetzt gerade einen voll in voll gemacht, aber ist ja auch gar kein Problem, die Leute finden das krass, aber ich wehre mich ja gerade nur auf. Kurz dran, Kippe hoch und jetzt probiere ich nochmal was Neues. Genau rum. Yes, let's go. Easy, keep going, keep going. Jetzt mache ich hier eine kurze Cardio-Einheit, ja, weil Fitness ist ja auch wichtig im Parcours. Ja, kann ich aber auch 10-mal machen. Schöner Ausblick hier, immer schön. Palmen, Wiese, die Leute sind auch wild, die hier in Santa Monica rumlaufen. Man sieht wirklich wilde Kreaturen. Aber man kann hier auch wirklich viel Spaß haben. Ah, und jetzt laufe ich an und mache einen Double Gainer. Ah, natürlich ein Double Gainer, das ist ja wirklich nur ein Test gewesen für die Leute, die mich nicht gut kennen. Das ist ja ein Double Gainer, das ist ja absoluter Quatsch. Ich mache einfach einen Cork in, ohne irgendwas vorher gemacht zu haben, weil wir sind ja hier wirklich immer noch im Basic Training. Ja, Cork in, ich prep den kurz, aber jetzt mache ich auch direkt. Ja, natürlich, klar. Schön im Sonnenuntergang, weil wir brauchen auch einen Insta-Clip. Genau, wir brauchen auch einen Insta-Clip, Sonnenuntergang für mal eben. Da mache ich einfach eben einen Cork in, weil so ein Backflip ist ja... Das macht ja jeder. Ich mach kurz einen Cork in, das ist ja quasi wie so ein Backflip. Ja. Da freut mich auch ein bisschen, weil der Shot ist echt schön mit dem Sonnenuntergang. Ich muss ja irgendwas machen jetzt hier, ne? Wenn wir schon Möglichkeiten mit den Palmen und so haben. Jetzt sind wir hier gerade am Santa Monica Beach unterwegs. Jetzt wollen wir uns mal richtig schön die Flinte polieren und hier ein bisschen was wegsaufen, weil ist mir egal. Ich esse jetzt wieder mein Brot mit Rührei und irgendeine Kacke da drauf. Ja, und dann gehen wir uns aber richtig schön einmal die Rüstung römern. Ja, neuer Tag, Tangi jetzt hat auch eine Idee gefunden am Spot, wo wir eh schon gestern auch mal waren. Ich mache das direkt mit, weil ich habe noch nicht genug trainiert gestern und heute. Sick. Das ist mein Freund Flip Like Sie. Jetzt sind wir nämlich auf einmal im Schwimmbad, weil in L.A. da kann man an einem Tag wirklich viel machen. Jetzt sind wir im Schwimmbad und probieren ein paar Death Dives. Habe ich noch nie gemacht, Death Diving, meine Freunde. Aber kann ja nicht so schwer sein. Ich mache mal kurz ein paar Tricks, die noch nie jemand gemacht hat. Ja, Full in, Double Full, ja gut, klar, Splash Diving ist ja nur so ein Hobby nebenbei. Ja. Ich meine, ich probiere einfach mal ein bisschen Death Diving aus, ein bisschen ausprobieren, was so geht, aber das ist wirklich, ich muss mich ja quasi nur abkühlen jetzt eben. Ja, natürlich, klar. Flip Like Me, Double Full. Frog Gainer, Double Full. Jetzt sind wir in der Tempest Academy, einer der geilsten Hallen, die es so gibt oder auf jeden Fall mal gab.
Und hier haben wir eine Schnitzelgrube. Das heißt, ich kann quasi neue Tricks lernen. Und in der Schnitzelgrube heißt das, wir können wirklich Tricks machen, die gar nicht gehen. Ne? So wie ein Fortgainer Full. Gut, das geht noch. Dom Tomato haben wir jetzt auch dabei. Den bekanntesten Freerunner der Welt. Also der hat uns jetzt auch kurz die Session gejoint. Schneide ich aber nur kurz in einem Clip rein, wo er aus dem Frame fliegt. Ja, und heute haben wir Competition. King of the Concrete, glaube ich. Ich übe mal so ein bisschen 360 Dive Kongainer. Aufwärmtrick. Ja, gar kein Problem. Ja, ja. Der geht mir auf den Sack, der Typ. Der ist zu gut. Okay, let's go. Ja, King. KOTC, King of the Concrete Finals. Ich hab's übrigens, ich hab jetzt mittlerweile das Halb- und Viertelfinale habe ich gemacht, die Runs, die waren, die hätten für jeden Sieg in jeder Competition gereicht, aber das ist nur Aufwärmen, weil jetzt ist das Finale, jetzt muss ich richtig Gas geben. Jetzt starten wir mit dem 360 Kong Gainer in der Competition, direkt in den Wallflip weiter, kurze Flow, um zum nächsten Obstacle zu kommen, hoch an die Stange, Kippe und ein Lasche Dive Roll, alter Lachs. In kurzen Castaway, wir keepen den Flow, aber für die Flow-Punkte, Difficulty eh schon ziemlich hoch. Wieder an die Stange und den Swing Gainer Full In, den ich gestern am Santa Monica Beach das erste Mal im Leben gesingelt habe. Und ich tue so, als würde ich mich freuen, als wäre es jetzt krass für mich gewesen. Die Leute, klar, die haben allen Grund, weil das war geisteskrank, aber für mich war das eigentlich Standard. Damit habe ich kurz den ersten Platz geholt. Take it away. All right. Black across the board. He goes back to back, ladies and gentlemen. Ja, und gestern am Vortag habe ich mir eh schon die Rüstung gerömert, auch schön mit den Jungs am Santa Monica Beach. Und jetzt habe ich hier, kriege ein bisschen Champagner und eine Krone. Knossek 2.0 oder was jetzt hier. Everybody's rushing. Oh yeah. It's a party. It's a party. Wow. I'm a film this. Oh yeah, get it, Wolf. Ja, nächster Tag. Ich schreibe lieber, als dass ich rede. Krankes Frühstück habe ich mir aber auch verdient. Wir sind wieder am Santa Monica Beach. Schöner Tag, blauer Himmel, geile Leute. Ich habe vorgestern habe ich ganz Tag trainiert. Dann habe ich kurz ins Splashdiving reingeschnuppert. Abends habe ich mir kurz eben die Krone geholt bei King of the Concrete Final. Das Ding gewonnen, aber heute wieder Training. Kurz Santa Monica Beach, ein paar Sonnenuntergangs- und blaue Himmelshots machen. Ich wärme mich auf mit einem Giant und gehe dann in den Swing Gainer Full In. Hab aber noch sehr viel Platz und probier den einfach Triple. Probier den einfach eben Triple. Muss ich nicht anmoderieren, muss ich auch nicht viel zu sagen. Ich kann man einfach. Hat noch niemand gemacht, hat noch niemand drüber nachgedacht. Ist eigentlich ein absoluter Videospieltrick. Aber komm, einmal durchgezogen, nochmal kurz machen und stehen das Ding. Ja, umgefallen, ärgerlich, ja. Ist ärgerlich, aber jetzt der dritte Versuch, der ist es dann. Auch nicht. Oh, das ist jetzt aber verwunderlich. Da sehen wir, dass es wirklich etwas ist, was nicht geht. Weil wenn ich den nicht auf Anhieb stehe oder nicht mal beim zweiten oder dritten Versuch, dann soll es wirklich heißen, dass der Trick unmöglich ist. Aber ich probiere trotzdem weiter, weil ich kriege den bestimmt hin. Und unten mir filmt aus der Ukraine Alexander Titarenko, ein guter Kollege wahrscheinlich, der auch geisteskrank auf dem Krankenlevel ist, aber der das auch nicht glauben kann, diesen Trick. So, und jetzt stompen wir das Ding. Aber scheiße, ich bin gelandet, musste mich aber rausretten. Das heißt, wir gehen noch ein viertes Mal ran und jetzt stehen wir das Ding aber auch. Schön Kippe hoch, den Giant und dann aber jetzt in den Swing Gainer Full In gestompt. Ja. Ah, jetzt freue ich mich tatsächlich auch mal. Jetzt habe ich nämlich was geschafft, was eigentlich nicht geht. Ja, das realisiere ich auch gerade zum ersten Mal, dass ich wirklich derjenige bin, der alles kann. Aber jetzt muss ich mich auch wirklich mal freuen, weil sonst wird's frech gegenüber der Zuschauer und auch gegenüber Erik Mukametschin, der im Hintergrund mit der Sonnenbrille steht und das Ganze auch filmt. Yeah, und auch schon viele kranke Sachen gemacht hat. Let's go! Yeah! Oh, what a relief. Oh, you're done. You're done. What a relief. Wow. Let's go. Dude, oh my God. Da sind so viele Legenden am Start, Alter. Let's go, Z. Ja, Flip Like sie ist auch geisteskrank. Swing Gainer in Gainer Double Full. Ja. Ja, was ist das? Weiß ich gerade gar nicht genau, was das ist. Ja. Swing Gainer in Double Full.
Also Swing Gainer in Gainer Double Fold. Geisteskrank. Gar nicht gesehen, was er den gemacht hat. Absolut wild. Das Flip-Level in LA ist wirklich Next Level. Was? What the fuck? Sitting Vortex Gainer oder was? Tag ist vorbei, Sonne geht wieder unter, schöner Tag, es kommen ja auch die ein oder andere nette Dame vorbei, die ich kurz flexen muss, aber grundsätzlich geht es mir nur um einen kleinen Sonnenuntergangsclip jetzt wieder. Deswegen mache ich laufe einfach meinen Kong-Gainer an. Ja, und mache als Prep einen Kong-Gainer full, ziemlich niedrig auch. Und ziehe dann meinen Kong-Gainer double full rein, hat auch noch nie jemand draußen gemacht. Yeah. Aber jetzt ist die Sonne unten, das heißt, jetzt brauche ich wirklich einen guten Clip mal langsam. Muss mich auch beeilen. Das heißt, ich stehe lieber mal den Kong-Gainer Double Full jetzt. Yes, yeah! Ja, klar, kein Ding. Yes! Oh, jetzt aber nochmal rein. Sonne ist gleich weg hier. Yes! Gestormt ohne Hände. Geisteskrank! Yes! Yes! Ja, boah, der war, Alter, war der perfekt. Ist ja wirklich so insane, dieser Mensch. Aber jetzt mal Spaß beiseite, ich moderiere das hier alles so durch. Das ist ja hauptsächlich, ich moderiere das natürlich jetzt so, weil das auch ein bisschen lustig sein soll. Ich will den kein bisschen irgendwie damit nicht respektieren oder so. Man merkt halt daran auch so an der Art vom Video, Alter, es ist wahrscheinlich wirklich in 3, 4, 5 Tagen gefilmt worden, dieses Video, wie viel der trainiert. Ist halt wirklich kein Entertainer oder YouTuber oder so, sondern er lädt halt seine Clips hoch, weil Leute halt sehen wollen, der Typ ist, der ist ein absoluter Top-Athlet. Der hat keinen Bock auf diese Moderationskacke und so, sondern er will einfach seinen Sport machen und ballern und fokussiert sein. Und das ist wirklich insane. Ich habe ihn auch in Oslo getroffen bei einer Competition neulich. Da habe ich ein bisschen mit ihm gechillt auch und auch gelabert. Und sobald Competition Time war und Vorbereitung für die Competition, war er halt auch im absoluten Fokus. Ne? Da war er dann wirklich in absoluten Tunnelblick, hat sich vorbereitet, 1-2 Stunden richtig intensiv, alle Tricks durchgegangen, die Connections trainiert und dann kurz den ersten Platz geholt. Einfach geil. Ja, kurz noch ein Kong-Double-Gainer. Ja, klar. Es geht mir jetzt schon wieder um den Sack, dass dann Kong Double Gainer ist, Digga. Das ist ein Trick, der geht nicht. Yeah. Mal eben. Im Dunkeln, Digga. Yeah. Im Dunkeln. Neuer Tag. Muss man noch ein bisschen trainieren. Oh. Was? Last day out here. Letzter Tag. Ja. Sick. YouTube-Kanal Alice Torhall und vor allem auf Instagram müsst ihr Alice Torhall abonnieren. Da seht ihr die krankesten Clips und wirklich Alice Torhall, der mit Abstand beste Freerunner, den es gibt auf der Welt aktuell. Und so wird es auch noch die nächsten Jahre sein, weil er ist 18 Jahre alt, glaube ich, oder 19 oder sowas und rasiert wirklich alles und jeden gnadenlos weg. Also, abchecken und einfach nur sein Movement enjoyen und euch jedes Mal denken, Alter, das geht doch nicht. Also da denken selbst die Leute, die Parkour machen, so wie ich, und auch sehr intensiv machen und so, dass das wirklich, dass viele Sachen einfach nicht gehen. Also, krank. Big up Alice Torhall, Alter.